Hallo meine Lieben, mein Name ist Katrin und ihr seid ja auf meinem Kanal Chaos on Tour gelandet, sozusagen. Schön, dass ihr da seid. Und zwar heute mal von draußen beim Spaziergang. Ich habe ein Projekt vor und ich wollte euch da heute mal ein bisschen was zu erzählen. Und zwar plane ich eine Aktion, die mir sehr, oder möchte eine Aktion unterstützen, die mir sehr am Herzen liegt. Mein Plan ist es nämlich, mit euch im November jetzt, ich suche gerade eine Stelle, wo die Sonne mir nicht ins Gesicht scheint, besser, im November einen Diamond Painting Marathon zu machen. What? Ja, und zwar einen Diamond Painting Spendenmarathon. Ihr kennt das von Marathonläufern, von Spendenmarathonläufern, die dann eben pro Kilometer sozusagen eine Spende einsammeln. Und genauso möchte ich das auch machen. Und zwar möchte ich im November Train of Dreams painten, mit eurer Hilfe. Ich habe ein Kofi-Konto eingerichtet, bei dem ihr spenden könnt. Wenig, viel, wie ihr möchtet. Und Train of Dreams wird aufgeteilt in Stückchen. Und wenn ein gewisser Spendenbetrag zusammengekommen ist, painte ich eben eins dieser Stückchen. Ich zeige euch das dann im Upkitting, wie genau ich das dann umsetzen werde. Was mache ich mit dem Geld? Das Geld geht in eine Aktion, die ich schon seit Jahren unterstütze. Und zwar bin ich ja Eishockey-Fan der Adler Mannheim. Und die Adler Mannheim sammeln jedes Jahr vor Weihnachten, und zwar in den ersten zwei Dezemberwochen, bei den Spielen Geschenke ein. Diese Geschenke bringen sie dann an Weihnachten in umliegende Kinderheime. Und diese Aktion unterstütze ich schon eine geraume Weile. Und dieses Jahr habe ich gedacht, kann ich das doch mit euch zusammen machen. Und zwar möchte ich von dem, was wir in diesem Spendenmarathon zusammenkriegen, was wir zusammenpainten sozusagen, Diamond Paintings, Anfänger geeignete Diamond Paintings bei Diamond Art Club kaufen. Darum geht der Spendenmarathon auch vom 1. November bis Ende November, 30. Ne? Ja, 30. Und ihr entscheidet, wie weit wir dabei kommen, wie viel wir zusammenkriegen, wie viel Diamond Paintings wir für Kinder in Kinderheimen spenden können und eben auch, wie weit ich bei Train of Dreams painten werde. Ich hoffe, ihr findet die Idee genauso cool wie ich und habt Lust, mich eben dabei zu unterstützen, dass wir zusammen so viel Geld wie möglich einsammeln könnten und Train of Dreams so weit wie möglich vollenden können. Ich finde, dieses Bild passt einfach großartig zu Weihnachten und zum Thema und zu Kindern. Und es ist auch furchtbar groß. Es hat 100.000 Steinchen und ist 1,73 Meter mal 49 cm groß. Und das ist schon, würde ich sagen, eine stattliche Größe. Also, ich hoffe sehr, dass euch die Idee genauso gut gefällt wie mir. Und ich denke, jetzt gerade vor Weihnachten ist es auch mal wieder Zeit, nicht nur an sich zu denken. Wir haben jetzt Thanksgiving und auch da geht es ja darum, auch was für andere zu tun und an andere zu denken. Und wie gesagt, da ich diese Aktion sowieso jedes Jahr unterstütze, habe ich mir dieses Jahr gedacht, hey, vielleicht wollt ihr mir dabei helfen. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf den Spendenmarathon jetzt im November mit euch zusammen und werde euch natürlich auch jede Woche auf dem Laufenden halten, wie weit wir dabei sind, euch zeigen, wie weit das Bild ist, wöchentlich, so dass ihr auch seht, okay, wo stehen wir denn da? Auf Kofi wird es außerdem noch ein paar zusätzlichen Content geben. Ja? Also da gibt es dann das ein oder andere zusätzliche Whip and Chat. Und für alle, die gespendet haben, werde ich am Ende des Spendenmarathons nochmal ein exklusives Live machen. Ja? Da habt ihr euch dann habt ihr mich dann ganz für euch sozusagen, sodass ihr da auch zusätzlich nochmal was von habt. Also, ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Leute mitmachen, wenn ihr diese Aktion auch teilt und weitergebt, sodass wir
möglichst viel tun können, möglichst viel bewegen können und ein paar Kindern, die in Kinderheimen sind und schwere Schicksale hinter sich haben, auch ein schönes Weihnachtsfest machen können. Natürlich nehme ich euch auch mit, wenn ich die Diamond Paintings dann übergeben werde. An die Adler oder die Adlerfrauen, die sie nämlich dann sammeln für ihre Männer, die sie dann verteilen werden. Bis dahin, see ya!